Also, was mich fasziniert, dass wenn ich eine Idee habe, dass ich die selbstständig umsetzen kann. Also gerade im Audio- und im Autorenbereich, das finde ich einfach spannend, dass ich eine Idee habe und dann zumindest im Audiobereich innerhalb von 2 Stunden mein Ergebnis habe. Das finde ich schön, das finde ich spannend. Auch im Videobereich versuche ich das immer mehr, diese Hörfunkproduktionsmethode versuche ich auf den Videobereich zu übertragen und das klingt eigentlich auch ganz gut. Was ich ein bisschen versäumt habe, war, dass ich während meines Medientechnikstudiums, da wurde mir eigentlich im Mittweida sehr, sehr viel geboten. Und irgendwie, weil ich jung war und doch eher ausschlafen wollte, manchmal habe ich manche Sachen einfach nicht mitgenommen. Und manchmal ärgert es mich heute, weil ich hätte dort damals schon sehr viel Know-how einfangen können, was ich irgendwie nicht gemacht habe. Also ich habe schon viel gelernt, aber es hätte noch ein bisschen mehr sein können, wenn ich selber ein bisschen disziplinierter gewesen wäre. Mein Tipp für Journalistenschüler ist, dass sie auf alle Fälle in gewisser Art und Weise offen bleiben sollen und eine Idee, die sie haben, unbedingt weiterverfolgen sollen. Und versuchen sollen, sich, je nachdem, in welchem Berufsfeld sie tätig sind und für wen sie tätig sind und wie sehr sie da eingespannt sind, dass sie trotzdem versuchen, sich ihre Freiräume zu erhalten, wo sie sich selbst entfalten können, damit man sich in diesen Freiräumen auch weiterentwickelt.